Hallo Leute, ja, das ist mein zweites App-Review auf diesem Channel und da habe ich mir überlegt, was könnten wir so als eine zweite App vorstellen? Und da kam eine richtig coole App in Frage, die nennt sich In-App-Käufer, also IAP Cracker. So nennt sich die App insgesamt. Und mit dieser App könnt ihr in Apps halt einkaufen, ohne Geld zu bezahlen. Meine Kamera, wenn die scharf gestellt hat, kann ich es euch mal zeigen. Hier habe ich für euch Temple Run vorbereitet. Frisch gedownloadet, also noch gar nichts dran gemacht. Jetzt öffnen wir es mal, lassen es mal laden. So, Loading. So. Dann klicken wir bei Temple Run auf Store. Es geht wie gesagt mit jeder App, wo man halt was kaufen kann. Hier, ihr seht, ich habe da oben 0 Coins. Wenn wir auf Get More Coins gehen. Na. Und mein iPod hängt fest. Ja, mein iPod hat gerade festgehangen. So, gehen wir auf Get More Coins. Lassen wir es laden. So, jetzt seht ihr da unten 200.000 solche Coins da oben, wie ich 0 habe, kosten 15,99 Euro. Ja, ich habe aber jetzt diesen In-App-Käufer. Darf ich noch draufklicken? Dack. Nochmal. Ja, mit Batterie. Klicken wir einfach drauf. Nochmal drauf. Nochmal drauf. So. 1 Million. Perfekt. Das genügt uns. Und dann können wir halt jetzt einkaufen. So. Wenn die Kamera scharf gestellt hat. Ja, ihr seht, die App funktioniert und ist ziemlich praktisch für Leute, wie gesagt, die kein Geld ausgeben wollen. Jetzt zeige ich euch, wie ihr sie bekommt. Dafür geht ihr in Cydia. Die App ist für die iOS 5.0, 5.0.1 und 5.1. Wenn jemand das sind. Wenn es das jemand interessiert. Dann gehen wir auf Verwalten. Auf Quellen. Und hier oben haben wir die schöne Quelle. Dann gehen wir einfach auf Bearbeiten. Hinzufügen. Und geben h7v.org. Org.org. Das gehen wir ein. Quelle hinzufügen, dann kommt eine Warnung, dann trotzdem hinzufügen und dann kann es 1 bis 2 Minuten, vielleicht auch 3 Minuten dauern, bis die Quelle runtergeladen ist. So, dann gehen wir auf Suchen, gehen da oben auf die Suchleiste und gegen IAP und dann müsste schon In-App-Cracker kommen. So, wenn die Kamera scharf gestellt hat. Ist heute etwas langsam anscheinend. Was auch nicht, was los mit der Kamera heute. Egal. Ihr seht, hier ist die App. Jetzt können wir scrollen, alles mögliche. Können wir uns durchlesen, wenn wir Lust drauf haben. Da oben steht dann installieren bei euch. So, jetzt hat die Kamera scharf gestellt. Da oben steht bei euch dann installieren. Einfach auf installieren klicken. Dann auf bestätigen. Und das kann dann bei euch 1 bis 2 Minuten dauern. Danach müsst ihr euer Springboard neu starten. Und dann ist es eigentlich fertig. Ihr müsst, bekommt kein neues Logo hier auf dem Hintergrund. Auf dem, wie nennt man das? Desktop, was weiß ich, wie man es beim iPod nennt oder beim iPhone. Ihr bekommt auch nichts in den Einstellungen. Es ist einfach eine unsichtbare App, die ziemlich viel verursacht. Ja, die App ist legal und wer einer Lust hat, die App runterzuladen, könnt ihr es machen. Ich kann es euch nur empfehlen. Also bewerten, abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns beim nächsten. Natürlich. Tschüss, Leute.